sollte diese 433 Ebenen langsam mal abspeichern und ins Bett gehen. Okay. Das ist wirklich das beste Bild, was ich je gemacht habe. Nur noch abspeichern. Was ist hier los? Sag mir jetzt nicht, dass du jetzt abgestürzt bist. Nein! Ich hab's. Ich kauf mir morgen einen neuen PC. Aber was für ein? Ahoi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Sicherlich werdet ihr das kennen. Es ist ein schleichender und fortlaufender Prozess. Der PC kommt öfters in Spitzen, als der lieb ist. Du kannst mittlerweile schon das Gras beim Wachsen zu sehen und die Programme veräppeln dich nach Strich und Faden mit sinnlosen Fehlermeldungen. Aber bleib ruhig. Denn die Software wird über die Jahre auch immer leistungshungriger und die Bilder und Videos werden ja auch immer größer. Canon plant sogar die Megapixelanzahl auf über 100 Megapixel anzuheben. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt einen neuen PC zusammengestellt, der für uns als Fotograf und Videograf bestens geeignet ist. Welche Hardware ich mir für unter 1000 Euro gekauft habe und welche günstige Alternative ich dir empfehle, das zeige ich dir in diesem Video. Mach bloß nicht den Fehler und kauf dir einen Fertig-PC beim Mediamarkt oder bei Saturn. Du würdest eine Tiefkühlpizza aus dem Discountladen ja auch nicht einer selbstgemachten Pizza vorziehen. Oder etwa doch. Erstens ist die Hardware nicht aufeinander abgestimmt und kann Fehler verursachen. Zweitens wird oft billige Hardware verbaut und die Lüfter sind auch nicht gerade sehr leise. Und drittens bekommt man für das gleiche Geld einen viel besseren PC, der leise, aber auch deutlich schneller arbeitet. Jeder gute Mainboard-Hersteller legt bei seiner Hardware auch stets ein sehr hilfreiches Handbuch dazu. Selbst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung war bei meinem Mainboard dabei. Dadurch, dass jeder Stecker und jeder Anschluss vorbildlich beschriftet ist, kann man nicht viel falsch machen. Aber keine Sorge, du musst deinen PC nicht selber zusammenbauen. Jeder Hardware-Lieferant oder jeder größere kann deinen PC für 100 Euro zusammenbauen. Erstens kannst du dir auch sicher sein, dass alles einwandfrei funktioniert. Zweitens kannst du bei dieser Variante noch immer viel Geld einsparen. Und drittens, dir bleiben alle Vorteile erhalten, die du bei einem Selfmade-PC hast. Okay, legen wir langsam los, sonst bekommen wir Überlänge. Wenn du noch kein PC-Gehäuse hast, dann ist dieses Bauteil der Grundstein für alle weiteren Hardware-Teile. Denn dieses Gehäuse gibt dir ja vor, wie groß ein Mainboard, eine Grafikkarte oder ein Prozessorlüfter sein kann. Ich habe mich für das Gehäuse von Corsair entschieden, weil es zwei USB 3 Ports an der Vorderseite besitzt und weil es etwas breiter als die üblichen Gehäuse ist. Somit hat man dann die Möglichkeit, einen größeren Prozessorlüfter einzubauen, der den PC fast unhörbar macht. Obwohl es zum Grundbaustein eines PCs gehört und alle Hardware-Teile miteinander vernetzt, wird das Mainboard von vielen zu Unrecht stiefmütterlich behandelt. Wenn du an dieser Stelle einsparst, kann es passieren, dass bestimmte Hardware-Teile in ihrer Geschwindigkeit beschnitten werden oder das Mainboard aktuelle Standards wie USB 3 nicht unterstützt. Auch das musste ich im Jahre 2014 anlegen. Bei dem Mainboard von MSI braucht man sich darüber keine Sorgen machen. Es verwendet den neuen G45-Chipsatz, hat 4 fest verlötete USB 3 Ports, kann mit 4 RAM-Regeln gleichzeitig arbeiten, des Weiteren kann es bis zu 32 GB RAM verwalten und ist auf die 4. Intel Prozessor-Generation optimiert. Wenn du nicht unbedingt den neuesten Chipsatz brauchst und dir 2 fest verlötete USB 3 Ports reichen, dann greif zum bewährten MSI Z87 zurück. Alle Links findest du wie immer in der Videobeschreibung. Für dich als Fotograf oder Videograf ist der Prozessor mit dem Arbeitsspeicher das wichtigste Bauteil. Photoshop, Lightroom und Adobe Premiere profitieren hauptsächlich von der Geschwindigkeit des Prozessors. Gerade die RAW-Entwicklung mit vielen Radialfiltern oder das Schneiden von HD-Videos brauchen extrem viel Rechenleistung. Ich habe mich für einen starken und lüfterlosen 4-Kern-Prozessor mit 4 virtuellen Kernen entschieden. Der übertaktbare i7 in der Version 4790K liefert für mich in den nächsten 5 Jahren genügend Leistung und besitzt sogar eine integrierte Grafikeinheit. Wenn du hier Geld einsparen möchtest, dann empfehle ich dir den Preis-Leistungssieger, den Intel Core i5 4570, der gerade mal die Hälfte eines i7 kostet. Je größer, desto leiser. Die Standardlüfter auf vielen Prozessoren und in vielen Fertig-PCs sind leider viel zu klein, um leise arbeiten zu können oder um genügend Übertaktungspotenzial zu liefern. Letzteres ist mir zwar nicht ganz so wichtig, aber der Geräuschepegel sollte so minimal wie möglich gehalten werden. Der Macho Revision A von Thermalright ist riesengroß, aber verdammt leise. Leider passt er nicht in jedes Gehäuse, darum sollte man hier sehr aufpassen.
Wer sich aber für das Corsair-Gehäuse entscheidet, wird damit aber keine Probleme haben. Viel hilft viel. Photoshop und Lightroom genügen sich im Normalfall mit 8 GB RAM. Wer aber größere Projekte in Angriff nimmt, gern auch mal mehrere Programme im Hintergrund laufen lässt oder auch größere Panoramas mit mehr als 25 Bildern bearbeitet, der sollte auf Nummer sicher gehen und am besten in 16 GB investieren. Für unter 130 Euro bekommst du momentan 2 8 GB Riegel und kannst sogar später mit 2 weiteren Riegeln auf 32 GB RAM upgraden. Achte darauf, dass der Arbeitsspeicher mit mindestens 1600 MHz taktet und dass der CL, also die Latenz des Arbeitsspeichers, mindestens bei 9 liegt. Diese Werte garantieren dir einen schnellen Arbeitsspeicher, der auch schnell von dem Prozessor angesprochen werden kann. Auch hier wird zu gern eingespart. Es soll ja nur Strom liefern. Nein, ganz so ist es nicht. Ein Netzteil muss leise, aber auch energieeffizient arbeiten. Mit dem 600 Watt Netzteil von Corsair und seiner 80 Plus Bronze Klassifizierung kannst du dein System stromsparend, leise und durch den modularen Kabelaufbau aufgeräumt aufbauen. Solltest du aber mehrere Laufwerke und eine stärkere Grafikkarte verwenden, was wiederum mehr Strom braucht, dann würde ich dir zu einem Netzteil raten, was mindestens 750 Watt hat. Hier kann man viel Geld ausgeben, muss man aber nicht. Sollte das Geld knapp werden, reicht für den Anfang auch die interne Grafikeinheit einer CPU für die Bildbearbeitung aus. Lightroom ist es sowieso egal. Möchtest du auch bei den Photoshop-Filtern schnelle und flüssige Ergebnisse erzielen oder den Systemspeicher nicht von dem internen Grafikchip beschneiden lassen, dann rate ich dir zu einer Grafikkarte. Zwischen 100 und 200 Euro macht AMD eine richtig gute Preis-Leistungsfigur. Mit 3 GB RAM und der MSI Kühlerarchitektur ist die Radeon R900 280 nicht nur verdammt schnell, sondern auch sehr, sehr leise. Außerdem könnt ihr bei dieser Grafikkarte noch 3 fette Spiele abgreifen. Besonders zu empfehlen Alien Isolation. Wer eine spürbare Leistung erleben möchte, kommt an einer SSD nicht vorbei. Wenn man darauf das System installiert, kann ein modernes Betriebssystem in weniger als 10 Sekunden hochfahren. Eine mechanische Festplatte bremst das komplette System aus, da sie die Daten nicht schnell genug an den Prozessor weitergeben kann. Wer seinen PC aufrüsten will und noch immer auf eine mechanische Festplatte setzt, wird mit dem Upgrade auf eine SSD einen deutlichen Leistungszuwachs spüren. Ich habe mich für die sehr schnelle SanDisk Ultra 2 mit 240 GB entschieden, da mein altes System mit 128 GB immer zu kämpfen hatte. Die SSD schreibt und liest Daten mit über 500 MB in der Sekunde und kann sogar öfters wieder beschrieben werden als andere SSDs. Wenn man selber einen PC zusammenbaut, hat man den Vorteil, dass man auf bestimmte Komponenten einfach verzichten kann, weil man sie schon hat oder sie gar nicht braucht. Dadurch, dass ich schon ein optisches Laufwerk hatte, konnte ich das einfach von meiner Liste streichen. Wie jetzt? Du lässt es jetzt einfach weg? Aber wie soll ich jetzt ohne Laufwerk Windows installieren? Ich guck mir das beschissene Video bis zum Ende an und du lässt jetzt einfach das Laufwerk weg. Okay, beruhig dich. Wer oft optische Medien verwendet oder gern große Datenmengen abspeichert, kommt an einen Blu-ray-Brenner nicht vorbei. Blu-rays haben eine höhere Lebensdauer als CDs, DVDs und sogar Festplatten und können bei optimalen Bedingungen eine gute und einfache Backup-Lösung sein. Das Laufwerk von LG brennt CDs, DVDs und Blu-rays und sollte in keinem Gehäuse fehlen. Jetzt hast du alle Komponenten zusammen, um dir einen richtig guten Fotografen-PC zusammenzubauen. Prüfe die Preise vorher auf geizhals.de, vielleicht macht es auch Sinn, manche Komponenten woanders einzukaufen, weil sie vielleicht günstiger sind. Du hast andere Hardware-Vorschläge für uns, die ich nicht erwähnt habe? Dann lass es uns einfach wissen und schreib es in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, mit welcher Hardware arbeitest du momentan? Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schau dir auch meine anderen Videos an. In meinem letzten Video gebe ich dir wertvolle Tipps, wie man neue Posen für dein Shooting findet. Außerdem habe ich Anfang des Jahres ein richtig cooles HDR-Tutorial erstellt, welches schon sehr oft angeschaut wurde. Reinschauen lohnt sich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Habe ich doch tatsächlich was vergessen, Mann. Okay, legen wir langsam los, sonst bekommen wir Überlänge. Wenn du das Gehäuse noch nicht hast, dann ist es dieses...